So, Freunde. <laughs> Hallo und alle Helden da draußen. Mein Name ist Sebastian und wir schauen uns heute was an, nämlich werten wir eine Challenge aus. Vor einem Jahr habe ich folgendes gemacht: Ich habe einen Schrank gemacht, komplett ohne Auszüge, ja, also ohne diese Vollauszüge und sogar auch ohne Teilauszüge, ohne alles, einfach nur mit Holzschienen. Und ich habe einen Schrank gebaut mit dem hier, nämlich ganz normal mit Auszügen, so wie ihr das kennt. Und was davon wirklich besser ist, das verrate ich dir heute. Ihr kennt das ja. Man kann Schubladen auf Millionen verschiedener Art und Weisen bauen. Ja, ganz einfach zusammengeschustert, wie ich das meistens mache. Ihr könnt da auch Fingerzinken machen, Schwalbenschwänze und so weiter. Aber am Ende stellt sich immer genau eine Frage: Wie passiert der Auszug? Also, worauf gleitet die Schiene, nein, worauf gleitet die Schublade rein oder raus? Und da gibt es eigentlich im Wesentlichen zwei Dinge: nämlich entweder du hast irgendeine Hilfe, so etwas wie das hier. Das hier in dem Fall ist jetzt ein Vollauszug oder du hast einen Teilauszug oder du hast hiervon noch Edelvarianten oder du hast gar nichts und lässt das Ganze einfach zum Beispiel Holz auf Holz oder wieder auf Metall oder 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 gleiten. Und das ist eine zentrale Frage, wo du dich entscheiden musst: Was hättest du lieber? Ja, natürlich ist ein riesen Preisunterschied zwischen. Hier Auszügen oder kein Auszügen. Und deswegen habe ich vor einem Jahr für mir gesagt, nein, ich mache es mal anders. Ich nehme nicht so wie immer, was man sagt, Auszüge, sondern ich mache das komplett mal ohne. Und ich zeige euch mal, wie ich das gemacht habe. Und habe die Challenge gestartet. Was gefällt mir denn besser? Und was gefällt euch besser? Äh, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann schaut mal hier oben, habe ich das Ganze verlinkt. Ähm, da habe ich nämlich folgenden Schrank gebaut. Ich habe genau diesen Schrank gebaut hier um meine kapsäge drumherum. Übrigens, falls du noch nicht kennst, ich habe hier eine 5.1 Absauganlage damals gebaut. Das Video verlinke ich dir auch mal hier oben für die GCM 12 GDL, die nach wie vor übrigens super funktioniert. Übrigens für viele äh, die Info, die äh, nicht wissen, was mit der alten Werkstatt passiert ist, die steht noch genauso da, wie ihr sie kennt, weil ab und zu werkele ich auch mal hier zu Hause. Aber kommen jetzt endlich zum Schrank, denn ich habe das hier gebaut und ihr seht hier keine Schubladenschiene, also besser gesagt kein Auszug. Hier ist kein Auszug dran, sondern nichts weiter, außer dass ich hier eine Schiene habe und dann hier eine kleine Schublade gebaut habe und das ist alles kein Problem, so wie ich es gemacht habe. Und übrigens, diese Schublade, ja, die ist nur zusammengeschossen, also mit einem Druckluftnagler hier reingeschossen, sie ist bam, 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 fertig gemacht und hier vorne drauf, schaut mal hier, wunderschön drauf gelasert, ja, dass wir hier noch unser schönes Logo drauf haben und schon haben wir eine Schublade gehabt, ja. Und ich kann hier die Schublade entsprechend wieder reintun, ja, kann hier was rausnehmen und so weiter und so fort. Und da sehen wir, ganz ohne Schienen. Denn ich habe mir damals gedacht, ach du meine Güte, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Schubladen. Und 13 Schubladen, ei. das ist nicht so einfach, weil 13 Schubladen, bei einem Paar, kannst du durchaus mal mit 10, 12, 15 Euro rechnen. 13 x 15 hatte ich überhaupt keine Lust drauf. Und deswegen habe ich es so gebaut. Auch hier ganz normale Schubladen hier. Ja. Wir können hier die Schubladen aufmachen, reingucken, ganz normal benutzen. Ich kann sie auch ganz rausziehen. Ja. Oder auch entsprechend wieder einsetzen und benutzen. Und das habe ich damals gebaut. Und die Frage ist, hat sich das jetzt bewährt? Schauen wir uns jetzt aber mal das Gegenstück an, nämlich einen mit Vollauszügen in dem Fall sogar. Und so habe ich das vor einiger Zeit gebaut, habe ich auch ein Video dazu gemacht. zeige ich dir mal hier oben, da siehst du, wie du rucki zucki so einen Schrank hier bauen kannst und vor allem solche schönen Schubladen, die super funktionieren, aus Restholz. Ich habe hier fast alle meine Schubladen aus Restholz gebaut. Aber hier siehst du schon den Unterschied. Und zwar haben wir hier, ja, eine Schublade, auch mit Selbsteinzug, ja, kannst du rausziehen, komplett hat hier einen Stopp, hier, da, jenes, funktioniert, ist stabil und so weiter und so fort. Zu sich kann man natürlich hier alles rausziehen, machen, tun, ja, alles kein Problem. Funktioniert, aber was ist denn jetzt, das bessere System. Kommen wir also zur Auswertung, aber vorher möchte ich noch mal einen Hinweis geben, und zwar zum Thema Schubladenschiene. Es gibt unwahrscheinlich viele verschiedene. Die, die ich benutze, ja, die, die ich benutze, die verlinke ich hier mal unten in der Videobeschreibung. Aus welchem Grund? Und zwar, weil ich habe unwahrscheinlich viele auch ausprobiert. Ich habe so viel ausprobiert, Vollauszug, Teilauszug, dann diese etwas komplizierteren von dem Hersteller, den wir alle kennen und so weiter und so fort. Und ich empfehle dir auf jeden Fall genau diesen Auszug, weil das hier ist ein Vollauszug der noch entsprechend einen, äh, der sanft gelagert ist und einen Selbsteinzug hat. Ja? Das finde ich eine richtig tolle Sache, das hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Denn auf keinen Fall Teilauszüge nehmen. Teilauszüge ja, gehen nur etwa so bis hier. Dann habt ihr folgendes Problem Ihr könnt die Schublade nicht ganz aufmachen. Habt ihr das Ikea Phänomen? Bei jedem Ikea Schrank kennt ihr das. Ihr macht den auf, und denkt, aber es geht. dann muss noch weitergehen. Nee, geht's nicht, weil es immer nur Teilauszüge sind und er ans Ende der Schublade gar nicht rankommt. Wenn ihr so wie hier dann einen Vollauszug habt, ja, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann habt ihr die gesamte Schublade offen vor euch stehen und äh, könnt alles darin euch auch anschauen. Denn nur das, was du in einer Schublade siehst, wirst du auch benutzen. Kommen wir aber zur Auswertung. Und dazu werden wir folgendes machen: Wir werden hier Punkte vergeben. Und zwar einmal hier ohne Vollauszüge oder Teilauszüge, also ohne Auszug. Hier mit Auszug. Und fangen wir vom ersten Punkt an: das Thema Preis. Beim Thema Preis ist ganz klar, ein Punkt hier oben für ohne. Denn ähm, bei ohne hast du quasi gar keine Kosten. Du nimmst irgendeinen Holzrest. Schraubst ihn an deine Wange rechts und links ran, nimmst deine Schublade, legst sie rauf und kannst sie auf und zumachen. Du hast also quasi gar keine Kosten. Wenn du solche Schienen hier benutzt, kommt es darauf an, welche Länge du brauchst. Bei einer durchschnittlichen Länge, ja, wie 40 bis 60 cm, bist du etwa bei 10 bis 15 Euro für ein Paar. So in etwa. Ja, wenn du einen aktuellen Preis haben willst, den richtigen Link und da hast du auch eine Menge Auswahl unten in der Videobeschreibung. Ja, das Thema Preis also ganz klar ein Punkt ohne für ohne. Solche Auszüge. Es gibt aber eine Sache, die massiv für solche Schienen äh, spricht, nämlich das Thema Endstelle oder Endlagestelle, beziehungsweise einen Stopp, den man hat. Das heißt, wir haben so eine kleine Schiene hier. Übrigens hier seht ihr mal das Ganze. Schaut mal, ihr seht das hier jetzt mal, wie funktioniert das mit dem Selbsteinzug. Ihr habt hier ein Ende und dann macht es zack und dann fährt es komplett von selber ein. Äh, das gibt es übrigens in zwei verschiedene Varianten. Einmal so in der sehr etwas härteren Variante oder auch mit, mit so einem Soft-Close und äh, das ist das, was ich euch unten auch verlinkt habe. So, aber zurück zum Thema. Äh, beides ist übrigens gut. Ich finde beides okay. Ähm, wenn ihr eine herkömmliche Schiene, wenn ihr es also so baut, wie ich es da, dort gemacht habe, hinter euch quasi, dann ist es so, du hast die Schublade, kannst sie komplett rausziehen Ja, und sie könnte euch theoretisch mit Inhalten mit allem drum und dran runterfallen. Ich muss aber sagen, wenn du diesen Schrank kennst, also wenn das dein Schrank ist und nicht alle möglichen Leute daran werken, dann ist es kein Problem. Bei gerade bei mir ist es so, hier benutze ich das, benutze Sandra das und wir wissen genau, wo die Endstelle ist, ziehen das so weit raus und können es benutzen. Überhaupt kein Problem. Aber Fehlbedienung ist nicht ausgeschlossen und hier habt ihr den Vorteil, ihr zieht das Ganze raus und es gibt ein Ende. Das heißt, ihr könnt es nicht so weit rausziehen, dass es rausfallen würde. Und diese Endstelle finde ich schon sehr gut. Insofern ein Punkt für mit. Ein weiterer Vorteil für diese Schienen ist ganz klar folgendes, und zwar das Gleiten. Ähm, wenn ihr keinen solchen Auszug nehmt, die sind ja kugelgelagert, cool ja, äh, kugelgelagert, da ist ein bisschen Fett drin und so weiter, das, das gleitet halt perfekt auf und zu. Geht wir mal auf und zu. Auf und zu. Wunderschön. Und das ist auch ein tolles Gefühl, wenn du so eine richtig groß, schwer beladene Schublade hast und die ziehst du einfach so auf und das ist überhaupt kein Thema. Das hast du eigentlich nur hier. Ähm, denn wenn du äh, keine solche Auszüge benutzt oder Vollauszüge benutzt, dann hast du folgendes Problem. Du hast natürlich Material, das auf Material reibt und je schwerer es beladen ist, umso mehr hast du hier auch entsprechend Reibung. Und umso schwerer ist es beim Rausziehen. Andererseits gibt es ja auch ein gutes Feedback, weil du merkst ja gleich, oh, uh, hier ist schwer, nicht so schnell, weil es stoppt ja nicht und dann fällt es raus. Übrigens zum Thema Stopp. Natürlich kann man sich auch von Hand so einen Stopp einbauen, aber es finde ich total lästig und andererseits hat es auch seine Vorteile, es einfach ausziehen zu können. Sei es drum, wie es ist. Ich mach, baue keinen Stopp ein, deswegen ist es ja ein Nachteil, hatte ich gerade schon gesagt. Wenn du aber hier ähm, eine Schublade hast mit richtig, richtig viel, was, was drinne ist, dann ist hier so viel einfacher. Und dann kannst du deine Schubladenschiene noch so sehr wachsen machen, tun oder meinetwegen das auch aus Metall bauen und Metall auf Metall, alles drum und dran. Es wird nie so schön gleiten wie mit so einer Maschine insofern ganz klarer Punkt für mit. Was ich persönlich als großen Vorteil betrachte, aber viele von euch glaube ich nicht so sehen, ist das Thema ungewöhnliche Höhe oder ungewöhnliche Position. Ich habe bei mir hier ganz bewusst Schubladen so eingebaut, dass ich sie immer rausnehmen muss. Dass es für mich eigentlich eher so eine Art Kasten ist. Denn auf der Höhe, wo ich die Schubladen hier eingebaut habe, würden mir die Schienen gar nichts bringen. Denn ich würde es rausziehen, dann würde es stoppen und ich könnte es gar nicht, äh, gar nicht sehen, was da drin ist. Ich müsste irgendwie dann rumfummeln. Hier ist es bei mir so: Ich nehme die Schublade einfach, ziehe sie raus, nehme es in die Hand, kram ein bisschen drin rum. Rum und dann stecke ich es einfach oben wieder rein. Da gibt es tausend andere Lösungen, auch es gibt da eventuell auch so ähnliche Lösungen mit Schub Schubladen, Schienen, aber so wie ich sie gemacht habe, finde ich das ehrlich gesagt mega praktisch und da oben würde ich es auf jeden Fall nicht missen wollen. Insofern für mich ganz klarer Punkt für ungewöhnliche Höhen, ungewöhnliche Orte. Da, wo man nicht unbedingt sowas braucht, ganz klarer Punkt für ohne. Kommen wir zum nächsten Punkt, der ist ganz klar pro Auszug, deswegen hier Peng mit dem neuen Punkt. Und zwar ist es einfach sicherer. Das ist eigentlich so eine, so, eine, so, eine, so eine Zusammenreihung von verschiedenen Punkten, aber das macht für mich schon auf jeden Fall einen Punkt aus, denn stell dir mal folgendes vor, du hast eine schöne, ordentlich vollgeladene. Schublader. Die ziehst du jetzt raus und möchtest sie aber auch bis relativ weit hinten kommen. Dann ist es so bei meinem System du kannst es rausziehen und dann würde es bei meinem System du langsam irgendwann anfangen etwas zu kippeln. Was ich gut finde, dann klappt es leicht runter. Ich kann dann rumkramen, kann machen und tun. Es könnte aber theoretisch passieren, dass es dann mir entsprechend rausfällt. Du kannst natürlich auch mit einem Doppelschienensystem arbeiten. Das heißt, du hast zwei Schienen, eine oben, eine unten und da drin hast du die Schublade, die gleitet. Das ist auch möglich bei einer, bei, ohne Auszug. Aber dann hast du das Problem, dass es dann immer noch irgendwo hier, wenn du es relativ weit rauszieht, kippelt das an einem gewissen Punkt und muss an sehr wenig Halt dann halten. Und wenn du jetzt in so einer Schublade mal 20, 30 Kilo drin hast, dann ist das einfach nicht mehr so sicher. Dann ist es mir auch schon einmal passiert, dass ich da wirklich voll beladen habe und dann ist es mir dann doch, weil ich gegengestoßen bin, so bam, runtergefallen, alles rausgefallen, hat mich total genervt. Passiert niemals bei. Schönen Auszügen. Gerade bei schönen Vollauszügen. Du hast es komplett, siehst alles raus, siehst alles vor dir. Das ist ein, ein wahrer Traum, ja. Und nichts kann passieren. Du kannst dann rumrückeln äh, und machen und tun. Ich habe sogar schon mal Folgendes gemacht. Ich habe in so einen Vollauszug da schon dran 50 Kilo das habe ich Sandra genommen, habe die reingestellt. Selbst das hat funktioniert. Ich habe Sandra vor uns rückgeschoben auf so einer Schiene. Ist der Wahnsinn. Nächster Punkt natürlich ganz klar für ohne ist das Thema Bauen. Wenn du eine Schublade baust, das ist ja relativ einfach, du brauchst du einfach Kasten, der äh, genauso breit ist wie dein Schrank oder ein ganz klein bisschen schmaler, äh, machst einen Blende ran, raus rein und funktioniert. Ja? Brauchst du nur zwei Holzstücke, die du entsprechend äh, an deine Wange reintust und schon funktioniert das. Ja? Hast du eine Schublade und hast eine Schienen und das ist fertig. Also es ich wirklich sehr einfach zu bauen, deswegen hatte ich hier den Punkt gesehen. Das ist natürlich was ganz anderes, wenn du das hier machst. Wenn du das mit Vollauszügen oder Teilauszügen machst, also allgemein mit Auszügen, da ist es, da ist es von, ja, ganz okay. Bist du, boah, das wird aber auch echt nicht mehr schön. Ja? Wie man das hier übrigens sinnvoll macht, guck dir auf jeden Fall meine Videos an. Weil da kannst du mit Schablonen das wirklich sehr einfach, sehr schnell bauen. Aber es ist niemals so einfach, weil du hast ja hier verschiedene Teile. Moment, ich zeige euch das mal. Denn du hast ja hier ein Teil. ja. Das hier kommt an deine Schublade ran. Das kommt an deine Wange. Aber wo genau kommt das jetzt hin, dass das genau in der richtigen Höhe jetzt wieder ist? Und das muss genau gerade sein oder gar nicht. Und das darf nicht zu tief und nicht so, oh, ja. Dann müsst ihr natürlich auch noch genau beachten, wie. Ja, Moment, ich setze das hier mal wieder ein. So, ihr müsst natürlich genau beachten, wie breit ist denn das Ganze. Es gibt jede Menge, wo man darauf achten muss. Deswegen schaut euch gerne mal das Video dazu an. Und deswegen ist es auf jeden Fall schwerer, aber nicht wirklich super schwer. Ja, es ist etwas schwerer, muss ein bisschen was beachten. Deswegen klar ein Punkt für ohne. So. Wunderbar. Letzter Punkt ist das Thema Selbsteinzug. Das ist etwas, was ich als sehr, sehr, sehr wichtig finde oder sehr interessant finde. Es gibt diese Schienen mit tausend Varianten, mit Selbsteinzug und ohne Selbsteinzug. Also gibt es allgemein Schubladenschienen, gibt es auch welche, die überhaupt nicht selbst einziehen, die man einfach nur hinten so. So, nur die letzten, so wie fest festdrückt und so weiter und so fort. Ich selbst benutze nur welche mit entweder so, so einem ganz einfachen Selbstentzug wie den hier oder selbst mit Softclose dazu. Ähm, und deswegen ähm, nee und nicht deswegen, sondern der, der Vorteil davon ist einfach: du nimmst die Schublade, führst es ran und entweder sie schiebt sich langsam ran, das ist mega edel, auch hier in der Werkstatt und kostet nur ein, zwei Euro mehr. Ja, es kostet kaum was mehr. Und das ist wunderschön, das so zu machen. Oder zumindest es schnippt dann selber ran und das ist dann einfach zu. Bei einer Schublade ohne so etwas ja, hast du immer das Problem, oder immer das Folgendes, dass du musst es nehmen, du musst es bis zack, ran. Das ist ohne Probleme machbar, aber es ist für mich auf jeden Fall ein klarer Vorteil pro Schiene. Das heißt, es gibt ganz klare Punkte hier ohne Schiene. Es gibt ja auch ganz klare Punkte für mit Schiene. Wenn ihr jetzt mich persönlich fragt, was ist denn jetzt eigentlich das, wie macht das jetzt der Sebastian? Ich persönlich habe mich entschieden, nur noch mit Schiene, außer in Sonderfällen. Und also ich habe ganz bewusst das so gemacht, dass ich das hier gebaut habe, diesen 13 Schubladenschrank gebaut habe, ohne solche Schienen, habe geschaut, wie funktioniert das eigentlich. Und hier ist es so, die unteren Schubladen, das ist so, dass ich sage, ach, eigentlich wäre es schon viel cooler so mit diesen Schienen, ja. Bei den Oberen ist es aber so, gerade bei diesen Kleinen, bei diesen kleinen Schüben, da, 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 da finde ich es mega schön ohne Schiene. Und insofern würde ich sagen, alles, was irgendwie größere Schubladen sind, alles drum und dran. Und übrigens, schaut euch mal hier an. Selbst das hier, ja, ist eine Schublade mit Vollauszug, die hier wunderbar funktioniert. In dem Fall ist sie zu schwer beladen, deswegen sind wir jetzt hier kurz aufgegangen. Aber auch das funktioniert. Das finde ich mega, dass so, solche großen Dinge hier funktionieren. Deswegen bin ich persönlich immer pro Auszug ja, und würde euch auch empfehlen, eher mitzubauen. Aber wenn du noch nie eine Schublade gebaut hast, bau erstmal eine Schublade, mach die ganz einfache Version, probier das mal aus und dann wechselt aber sehr schnell hierhin, denn damit kannst du folgendes machen: Du kannst in deiner Werkstatt üben, wie du es nachher drinnen bei Möbeln auch machen würdest. Und noch ein Hinweis von mir: Und zwar, es gibt ja noch andere Schienen als die hier. Es gibt welche von anderen Herstellern, die. Ganz anders aufbauen, die vermeintlich viel besser sind, robuster, schöner, ein schöner Gleiten, schöner, was auch immer. Habe ich alles ausprobiert? Bin ich nicht der Meinung. Ich bin der Meinung, diese Schubladenschienen hier reichen völlig aus. Und der große Vorteil von denen ist, sie nehmen dir nur ein ganz kleines bisschen hier in der Breite, das ist minimal, aber andere Schienen nehmen dir viel, viel, viel mehr Platz, vor allem in der Höhe der nutzbaren Schublattiefe und Fläche. Ja, insofern meine ganz klare Empfehlung zu solchen. Schienen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mal unten die Kommentare, schreibt auch mal rein, was ist denn eure Meinung dazu? Sagt ihr, boah, nee, ich mache immer ohne, ich mache immer mit, ich sehe das ganz anders, du würdest die Punkte anders vergeben, schreibt es doch mal unten rein. Und ich würde sagen, wer jetzt du der Held deiner Schiene. Bis dann.